Halli, hallo, Hallöle. Es ist Samstag. Wir haben den 17. Juli, 18.13 Uhr. Ich habe mich mal hingesetzt jetzt hier am Samstag, weil hier regnet es den ganzen Tag, und habe diese Liste gemacht. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal und die kam ganz gut an und wurde gebeten, doch mal so ein Update zu machen, beziehungsweise eine neue Liste zu erstellen. Das sind 73 Aktien und ich habe die aufgeteilt auf Wochensicht. Eine Kerze, eine Woche, Vorsicht. Die noch positiv sind ohne Verkaufssignal. Werte, die kurz vor einem wöchentlichen Verkaufssignal stehen. Werte, die bereits Verkaufssignale haben. Da seht ihr, das ist also die größte Gruppe. Werte, die völlig neutral sind. Werte, die bereits tief sind und eher Chancen haben. Und Werte, die bereits leicht positiv sind. So habe ich es aufgeteilt. Als Beispiel nehmen wir mal für die erste Gruppe, also Werte, die noch positiv sind, ohne Verkaufssignal, nehmen wir mal Etienne. Das ist Etienne. Nochmal, das ist eine Wochensicht, sprich eine Kerze, eine Woche. Ich bin weiter, wenn auch überkauft, über den Oszillator positiv. Ich bin positiv über den Trendfolger. Die haben eine super Performance hingelegt. Ja, die waren ja hier bei irgendwas mit 700 im März letzten Jahres. Die haben gar nicht so viel verloren, muss ganz klar sagen, und sind jetzt hier weiter. Natürlich besteht die Gefahr eines Dreifachtops, 1, 2, 3. Wir sind am oberen Band, auch wenn wir leicht drüber geschlossen haben. Gleitende Durchschnitte ganz leicht positiv. Also hier überwiegt das positive Bild. Deswegen sind die bei mir in Werte, die noch positiv sind. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, SAP. SAP. Auch technisch hoch, aber weiter positiv ohne Verkaufssignal. Positiv ohne Verkaufssignal. Sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise. Vom Chart her auch positiv. Ja, wir haben jetzt hier dieses Gap geschlossen und ja, das ist ein kleiner Shootingstar. Aber das ist bei mir weiterhin alles positiv, deswegen sind die in dieser ersten Gruppe. Werte, die kurz vor einem wöchentlichen Verkaufssignal stehen. Nehmen wir mal, da waren in letzter Zeit viele Leute drin, Deutsche Post. Deutsche Post. Das ist Deutsche Post. Von 20 auf 60 seit dem Corona-Tief. Verdreifacht. Ja, klar, viele Leute brauchten die auch. Gar kein Thema. Passt alles. Wird jetzt negativ bei mir über die moderne Sichtweise des MACDs. Noch nicht über die traditionelle. Wird leicht negativ über den Oszillator. Erreicht jetzt hier nach der letzten Hechelkurve von 40 auf rund 60 hier so eine, macht hier so eine Top-Bildung. Da bekomme ich also leichte Verkaufssignal, beziehungsweise sie sind der Gruppe derer, die kurz vor einem wöchentlichen Verkaufssignal stehen. Ich gebe denen einfach nicht mehr so viel Potenzial. Machen wir was anderes noch. Zweites Beispiel: ASML. ASML, hier sind sie auch sensationell gelaufen. Richtig gut. Die letzte große Bewegung kommt von 300, da haben die sie also quasi nochmal verdoppelt. Ich habe leichte Verkaufssignale über den Trendfolger. Ich stehe kurz vor einem Verkaufssignal im Oszillator. Ich habe eine Top-Bildung und auch hier eine ganz heftige Hechelkurve, die also einfach da hochging. Und zwar seit November. Auch die haben bei mir einfach nicht mehr so viel Potenzial. Deswegen sind die in der Gruppe 2. Werte, die bereits Verkaufssignale haben. Pff, suchen wir mal einen aus, was weiß ich, nehmen wir mal ein Auto, nehmen wir mal BMW. Ist auch stark gestiegen. Ja. Ich habe leichte Verkaufssignale über den Chart. Wir sind an der 20-Wochen-Linie, haben wir genau drauf geschlossen. Wir stehen ganz kurz vor der letzten Unterstützung, die wir hier haben, bei 80. Sollte die rausgenommen werden, muss ich mich mit 70, 65 auseinandersetzen. Dann gilt nämlich die Dowsche Trendfolge als erstmal unterbunden. Ich habe über die traditionelle und über die moderne Sichtweise Verkaufssignale und ich habe auch hier über den Oszillator ein Verkaufssignal. Auf Wochensicht bei mir grundsätzlich negativ. Deswegen stehen die Werte in den Werten, die bereits Verkaufssignale habe. Nehmen wir einen zweiten, nehmen wir LVMH. Auch absolut spektakulär gelaufen. So, ja. Die letzte Bewegung ist von 400 und die standen bei 700.
Ist positiv, hier hatten wir also wirklich das letzte Kaufsignal, da waren wir bei 476, ist sensationell gelaufen, hat ein Verkaufssignal über den Oszillator, über die traditionelle und moderne Sichtweise vom MACD, ist vom Chart her am oberen Band gewesen. Das ist, die 700 ist so eine magische Marke und ist von da aus jetzt runter. Hat bei mir auch mehr Risiko als Potenzial. Deswegen stehen die in dieser Liste, die bereits Verkaufssignale haben. Werte, die neutral sind, nehmen wir mal Danone. Danone. Da kann ich überhaupt nichts sehen. Ja. Das ist hier negativ, das ist hier neutral, das ist hier noch leicht positiv, das hat gar kein Chartsignal, überhaupt nichts. Was mir jetzt hier nochmal auffällt, ist, auf Wochensicht sind die Bänder sehr eng. Irgendwas wird da mal passieren, aber sie sind jetzt für mich neutral. Deswegen gibt es in dieser recht kurzen Liste Werte, die neutral sind, stehen ja drin. Werte, die bereits tief sind und eher Chancen haben. Nehmen wir mal AXA, was gerade am Anfang steht. Ist okay gelaufen, immer mit schönen Atem holen, wieder hoch, nochmal Atem holen. Das ist eine Fibo-Zahl, wo wir momentan dran sind an dieser 21,50. Wir werden hier schon leicht positiv über den Oszillator. Wir flachen ab im MACD über die moderne Sichtweise. Die traditionelle ist noch leicht negativ. Also das soll jetzt nicht heißen, beleiht eure Hütte und kauft euch AXA. Aber das ist zumindest mal ein Wert, der eher Potenzial hat als noch ein deutliches Risiko. Wenn überhaupt das Risiko hier irgendwo bei 20. Und da ist mir noch eins aufgefallen. Wer die bei tief sind, eher Chancen haben. Ja genau, da sind BASF und Bayer. Da ist eine E.ON drin. Henkel, die haben auch schwer gelitten. Ja, habe ich mal neulich einen Film gemacht. So langsam sind die auch zum Drehen nach oben bereit. Lufthansa, kommen, nehmen wir die nochmal. Das ist Lufthansa. Wissen wir alle, haben Schwierigkeiten, Leute können nicht reisen, ist uns allen bekannt. Wir haben hier den langen Downtrend, da kommt sogar noch ein bisschen von höher, da, von rund 31. Haben eine okay Bewegung gemacht, haben sich stabilisiert, haben einen Mehrfachboden im Bereich bei 7, so, und drehen jetzt hier leicht hoch über den Oszillator, sind leicht gebessert über das MACD, ich mache es nochmal größer, haben hier dann sowas wie einen Umbrella Doji, das ist auch okay. Heißt aber auch, wenn wir unter die 9,18 gehen, das ist übrigens auch eine Fibo-Zahl, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ist jetzt von mir aus hier nicht mehr stark rückschlagsgefährdet, sagen wir es mal so. Ich denke, die haben schlicht mehr Potenzial als Risiko. Dann habe ich die Werte, die bereits leicht positiv sind. Nehmen wir mal Yen Optik. Schöne Bewegung letzte Woche. Wo sind sie denn? Yen Optik hier. Yen Optik. Da. Schöne Bewegung am Freitag. Wird positiv oder ist positiv über den Oszillator, ist positiv über das MACD, sowohl über die traditionelle als auch die moderne Sichtweise, wird vom Chart her positiv, sieht gut aus. Hat einen schönen Boden hier bei 21, direkt gefolgt von 20. Auch hier mehr Potenzial als Risiko. Ja, aber das sind halt wirklich dann nur zwei Werte, die bereits leicht positiv sind. Die Werte, die ich hier habe, das ist also der DAX, das ist der Eurostoxx und dann halt so noch die Liste, auf die ich mal schaue. Interessant ist zum Beispiel, dass Werte, die noch positiv sind, ohne Verkaufssignal, Alphabet, Apple, Microsoft. Dafür stehen sowohl die Amazon als auch die Facebook kurz vor Verkaufssignalen. Also die Fangaktien machen jetzt nicht mehr einen Trend, sondern die fangen an, sich jetzt so ein bisschen zu trennen, zu spalten voneinander. Also ich hoffe, das hilft euch was. Wie gesagt, das ist nochmal, es ist Wochensicht, eine Kerze, eine Woche. Wenn ihr da irgendwo dabei seid bei den Werten, schaut euch den einfach mal genauer an, in welcher Gruppe der ist. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.